Nether Quartz. Olli, du hast Pfeile im Rücken. Echt? Redstone. Eieieiei. Ach ja, Erfahrung aus dem hier. Ah. Oh, Sand, jetzt hast du die Whole Coke in die Barrels getan, oder? Puh, ja, tu so einfach einmal rausnehmen, Mann. War nee, halt leer, was kann ich dafür, wenn ihr so lange braucht, um mal ein Päckchen Sand zu holen? Oh. Olli, du hast Pfeile im Kopf. Ich glaube, das weiß Olli. Wolltest du nochmal erwähnen? Oh, Quarzglas. Verdammt. Juckt mir nicht. Ja, wenn ihr noch Langeweile habt, ihr müsst in den Nether. Nein. Ja, was? Wenn mir nicht hilft beim Craften, der kann wenigstens dann mal Material ranschaffen. Ja, haben wir doch gerade gemacht. Na, Sand. Krieg ich auch noch alleine geschafft. Allein schon Sand. Den Rest macht ja auch keiner Material draus, sondern wartet drauf, dass ich dann das Erz verarbeite. Wer sagt denn du? Aber vielleicht brauchst du das Erz. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab doch die Hälfte schon eingeschmolzen. Die Hälfte? Was mit der anderen Hälfte? Ja, vielleicht braucht man die andere Hälfte, um irgendwas zu mischen oder so. Dann nimmst du einfach die Barren und packst die da rein, du Affe. Affe. Weil den. Alter, jetzt hab ich. Alter, ihr haut mich mit dem Hammer. Du Arsch. Echt? Der Faust habe ich ja nichts gegen, aber nicht mit dem Hammer. Habe ich wenigstens einen Kopf gekriegt? Nein, wie ist. Alter, nochmal. Zack, jetzt. Dann lass mich erstmal wenigstens vollladen. Mehr weg, damit David seinen Scheiß einsammeln kann. Olli seinen Scheiß einsammeln. Ja. Also, wenn ihr Kisten braucht, nächstes Mal zum Farmen, ne? Also, hab ich doch. In irgendeiner Kiste sind, glaube ich. Über ein Stack drin. Ich hab doch noch 20 in der Tasche. Ich hab doch auch noch keine Ahnung. Ich hab doch auch 5 Stück habe ich vollgemacht. ME-Cable, Zertusglas brauche ich gerade. Guck mal, ich hab sogar noch Quarzglas. Büsche gefunden. Alubüsche und Essenzbüsche und all so eine Geschichten. Quarzglas. Apropos Büsche, guck mal hier, die sind doch auch schon wieder schön gewachsen hier. Guck mal, ja, wir gleich. Ja? Außer die letzten beiden, die wollen jetzt dann doch nicht. Eisen brauche ich noch. Na, Olli, wie geht's dir? Cool. Ist jetzt schon wieder. Okay, ich hätte mit deinem Hammer nicht gehauen, wäre nichts passiert. Ja, den ersten Crystal Crow Oscillator ist fertig. Wo willst du hin? Bei mir? Blöder Block. Also ein paar Zertus-Kristalle habe ich gefunden, auch ein paar aufgeladene, ne? Da frage ich mich jetzt nicht, wie viele genau. Frage ich dich lieber nicht. Nee. Da ist. Gibt schon wie von Olli immer nur eine dumme Antwort. Na?
jemand ein Pferd hat. Ich hab hier eine Diamanten, eine Pferderüstung. Danke für euer Interesse. Was soll ich mit einer Pferderüstung? Ich habe zwei Pferde, die mir die ganze Zeit auf den Keks gehen. Danke für euer Interesse. Wie mir der Arschstück gleich in den Nether gehen darf. So, waren die aufgeladenen Kristalle? Da sind die normal. Ja, alle weg. Die habe ich alle in der Tasche, die restlichen. Nee, okay, aber die anderen 10 Stück, die ich gesammelt habe, die müssen auch noch hier irgendwo sein, dann wieder. Hier hinten sind die doch. Ja, 10 Stück habe ich gesammelt. Hier hinten sind wieder 10 neue. 10. Ja, besser als nichts anderes. Tut mir leid. 10. Wie enttäuschend 10 Stück sind, ne? Wenn man einfach mehr braucht. Ja, hier in der Ecke sind kaum Ressourcen, habe ich das Gefühl. Ich habe mehr Cobblestone gefunden als alles andere. Ich habe hier so gut wie nichts gefunden. Auch ich habe mal. War irgendwo so ein Speed-Unlock. Ein Speed-Unlock habe ich doch gebaut. Das auch. Ich glaube ja. Da kommen ja immer zwei raus. Immer hier in den. Macerator schmeißen hier. Boom, Baby. So. Wo setze ich die Kupferbüsche hin? Raum dann erweitern hier hinten. Olli ist so still, Olli ist bockig. Merkt das schon. Nee, ich überlege mir gerade, was ich jetzt für Unsinn machen kann. So, Olli. Ne? Ich hab was für dich. Wie geht's denn? Die sind nicht kaputt. Hey, du kannst Kristalle züchten. Ja, mach doch. Nee, du. Mach mal den Zertus-Quarz.
einfach pulverisieren und dann Sand dabei oder was? Ja. Oh oh. Der Logikprozess, aus der uns fehlt, ne? Ja. Brauchen wir jetzt für Festplatten? Oh oh. Und nun? Muss einer mit dem Kompass losrennen. Das wäre ein Idealfall. Schon wieder ich sein dürfen. Zertus-Quarz. Ganz normalen Zertus. Ratscht. Sand. Olli und David sitzen auf einem Baum. Und küssen sich. Ja, sag ich genauso. Sag ich auch immer. Hier sind ja auch noch ein Taure im Kirschbaum. Ja, er lackiert sich die Fußnägel rot. Ja, sich seine Hufe rot, Mann. Ja, Hufe, Entschuldigung. Ja. Hier sind auch noch 8 Dinger drinnen, ne? André, 8 Kristalle. Ja, sie haben da reingelegt, die ich hatte. Okay. Entschuldigung, dann habe ich nichts gesagt. Weil momentan brauche ich jetzt. Kann ich nicht den so. Letzten Prozessor-Ding da, den Logik-Kack dafür. Nein, Götter! So, unsere Busch-Farm funktioniert jetzt auch langsam. Das wächst alles, so wie es ist. So kann man hier absammeln. Also Kupfer und Aluminium, ne, André? Gut, ne? Oder weiß er das? Gewitter, aber kein Regen. Weiß ich nicht. Aha.
der Olli so still ist. Dann überlegt er, ja, der überlegt ja gerade immer was Böses dann. Verwirrend. Es ist Böses. Es ist Böses im Busch. Gar nicht. Olli im Busch. Es ist auch was Böses im Busch. Stehen die Dinger so richtig oder müssen die anders aufgestellt werden? Und einer kann auch von unten. Ja, aber ich meine, müssen die offenen Dinger da rein oder die Gitter? Die Gitter waren noch durch. So richtig, weil die posieren irgendwie nicht. Offline. Haben doch Strom, wieso sind sie offline? Strom. Nee, die haben auch keinen. Da kommt kein Strom ran. Da kommt ja, kein Strom angeschlossen. Aber oben die Connector sind auch ohne Strom. Ja, die sind immer ohne Strom. Aber vorhin hatte ich welche gesehen, die haben Strom. Nur die direkt an den Zellen angeschlossen sind. Achso, okay. Warte doch. Also nicht richtig. Funktioniert der Laser denn? Ich habe noch nicht Laser gemacht. Ich habe noch nichts gemacht mit Laser. Olli, hast du schon was mit dem Laser gemacht? Nein. Irgendeiner hat was von mir eingesammelt. Olli. Nein. Irgendeiner was fehlt, da. Irgendeiner was eingesammelt hat. Oh, ich hab nix. Ja, das ist immer. Wir sind offline. Die kriegen doch, ziehen doch nur RF, oder nicht? Weiß es nicht. Dann kommt Strom an. Merkwürdig. Oder relativ viel. Das ist komisch. So, warte, ja, genau, ich weiß das. Die funktionieren auch nur mit ME-Kabeln. Mit Energieakzeptator dran und so ein Scheiß. Ah. Was brauchst du dafür? Bestimmt auch wieder, keine Ahnung, welchen Kram. Erstmal wieder Fluix Crystals und Quarzfiber. Ich brauch's. Pulverisiertes Netherquarz. Okay. Boah. 6 Stück am besten. Und dann brauche ich noch den Energie-Ex. Und Olli, wo ist nochmal der Acceptor? Tiny TNT.
Der ME Energy Rezeptor, alles an Energie reinhauert dann. Ja, hier Energy Rezeptor. Oh. Also 6 okay, Pulver. Okay, das geht, der ist gut. Nesserquarz habe ich dir schon gepulvert. Wo ist das? Warte, hier bei mir. Ja? Bei dir? Das war hinten in meine ME-Kiste, danke. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Hä? Alter, Olli, guck dir mal den Certus-Quarz-Wrench an, die brauche ich. Oh, zum... Boah, wir müssen wirklich in den Nether und Glowstone noch holen. Uranium. Glowstone haben wir noch. Und Sonarium? Keine Ahnung. Das ist doch nicht normal, ehrlich nicht. Das ist doch nicht normal. Also Sonarium kriegst du, wenn du Glowstone Dust in den Molekulartransformer packst. Wir haben keinen Molekulartransformer. Da war ich Bescheid. Warte, Molekular. Wo haben wir den? Alter, da. Ich brauch doch nur eine stinknormale Wrench. Guck dir an, was du für den Molekulartransformator brauchst, Alter. Alter, ich glaub, David geht gerade an der ab. Was ist denn jetzt Sonarium schon wieder? Da brauch ich ja Iritat Iranium. Was ist denn das? Keine Ahnung, ja, das ist das andere Zeug, ja. Uranium Ingot. Ich hab dir das doch gerade gesagt, was du brauchst. Du brauchst den Glowstone, diesen Glowstone musst du in den Molekulartransformator packen, damit du das Sonarium kriegst. Welches Sonarium? Genau, das musst du in den Molekulartransformer packen. Guck dir an, was du für die 9 Millionen Energie. Ja. Und dann noch den Molekulartransformer. Was du da alles für Teile brauchst. Ich dachte, die habe ich ja noch nie gehört. EV-Transformer brauchst du 2 Stück. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Advanced Machine Dings brauche hier. Advanced Machine Casing brauchst du 4 Stück. Wie brauchst du. Ach, keine Ahnung was. Alter, ich sag dir das, das ist der Wahnsinn, das ist, also. Und Basic Capacitor brauchst du, dafür brauchst du Signalum Nuggets. Oh. Molekulartransfer. Geil, ne? Ich wollte mich noch verarschen. Obwohl der Molekulartransfer, also der Advanced Machine Casing sind einfach. Ja, okay, gut. Aber da kommt jetzt. Und die MV-Transformer, HV-Transformer, noch ein MV-Transformer, okay, ja. Okay, ja gut. Okay. Ist machbar. Wie lange stellst du das? Eine Woche? Oh, ist die Advanced Circuits. Aua, die sind schwieriger. Die sind teuer. Aber machbar.
Was mir die Schwierigkeiten macht, dieses MT-Chor. MT-Chor? Der Ding, der in der Mitte ist. Ja, genau. Den kenne ich gar nicht. Braucht man Reinforces Glas, Uranium und Glowstone. Das. Wie macht man den Uranium? Ja. Okay, das geht noch. Glowstone, Neutronenreflektor. Uranium in. Ja, das geht aber auch noch, der Neutron. Dafür brauchst du Bindust, Kohldust, Kupferplatten. Also das geht auch noch. Ist machbar, dauert nur eine ganze Weile. Wollte ich gerade sagen, also der ist auch noch machbar. Okay, damit liegt Applied mal wieder auf Eis. Will ich schon mal ein bisschen zinnen. Muss ich das Erz quaschen oder die Barren? Nee, das Erz, ne? Egal was. Dann nehme ich mir mal erstmal den Zinn und Kohle und dann werde ich da mal gucken. Olli, das ist doch deren Ernst, ne? Zumindest habt ihr dann noch. Ich befürchte, ja. Du solltest vielleicht unten den Ofen vorher ausschalten, weil. Ich hab gemerkt. Pulver, Reis, sonst das Zeug und. Ich hab grad gemerkt, wie stell ich den denn aus? Hab ich schon aus. Alles klar. Ich hab grad gemerkt, ich dachte mir, hä? Sieht das Pulver, Reis, Tint zwar da drin, aber verfeuert es nicht gleich. Ah, okay. Sagen wir, die Energie bis zum Laser kommt an. Deswegen hat mich das gewundert. Oh, Olli hätte mal auf die Idee kommen können, dass man das an dem ME-System anschließen. Hä? Hä? So, Kupferplatten. Davon brauche ich bestimmt, Dann brauchen wir noch ein paar Maschinen. Ach, jede Menge. Also wir brauchen jede Menge Kupferplatten, ne? Ein paar Iron-Chipsets brauchen wir noch. Immer 10 Stück noch im Auftrag geben. Kann der Laser da schon mal dran rumfeuern. Das war, ist jetzt das Richtige, was ich da habe. Tin Powder, ja, und dann kommt Kohle. Und wo habe ich den ganzen Haufen Maschinencases? Steel Ingots. Haben wir noch Metal Former? Ja. Olli kann schon mal ein paar Kupferplatten herstellen, wenn er Langeweile hat. Olli mag gar nicht viel. Ne, ich merke das schon. Olli, Kupferplatten. Olli, was hast du da für eine Rüstung? Diamantrüstung. Glaube ich. Wieso haut ihr euch da Rüstungen rein, während ich noch nicht gar nichts hab? Alter, ich frage mich, woher die Diamantrüstung gerade her hat. Tja. Alter, du hast jetzt nicht die ganzen Diamanten hier verballert, ne? Ich brauch 100.000. Wo hast du die ganzen Diamanten her? Da mache ich mir morgen eine energieaufgeladene Dark Rüstung. Na, hier sowieso jeder macht, was er will, okay. Ich hab mich diesmal zurückgehalten. Also ich renne mit der Rüstung rum, die ich gefunden habe. Oh,
mit Machine Cases. Ich hatte da vorhin noch zwei gehabt. Schon wieder gelassen. Ich dachte, wir hätten jetzt einen großen Sprung gemacht. Ja. Ich hab die ins System geworfen. Die Canning Machine dann mal. So. Zwei. Brauch ich nochmal. Olli, ich brauch Kupferplatten, das ist mir egal. Du musst Kupferplatten machen. Ich brauch noch so um die 20 Stück. Ich kann gar keine Kupferplatten machen, weil ich muss schon warten, bis die Refined Iron Plates machen. Advanced Alloy brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir Compressor, und zwar Mixed Metal. Iron Plates, Bronze Plates und Tin Plates.